Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Shirin und in diesem Video schnitze ich einen mehrteiligen Stempel, mit dem ich mehrfarbige Drucke anfertige und solche Karten herstelle, die ich jetzt super einsetzen kann als Glückwunschkarten zum Geburtstag oder andere Events. Viel Spaß beim Zuschauen! An Material benötigt ihr Stempelmasse in der Größe des gewünschten Druckes, Linolschnittmesser, Bastelmesser, Linoldruckfarbe oder Stempelkissen zum Einfärben. Für die Farbe auch noch einen Roller und eine glatte Unterlage. Ich habe eine Glasplatte benutzt. Mit einem Schwamm kann man die Farbe auch aufbringen und spart sich Roller und Glasplatte. Karte zum Bestempeln, Backpapier und weichen Bleistift zum Motiv übertragen. Außerdem Papier und einen Bleistift, falls ihr wie ich euer Motiv selbst gestalten wollt. Ich möchte, dass die Karte außen einen unbedruckten Rand hat von ca. 1 cm. Die Stempelmasse ist etwas zu breit, daher markiere ich mir auf einem Blatt, bis wohin das Motiv gehen soll. In den Rest der Fläche zeichne ich ein florales Motiv. Ich wollte ein Motiv, das man gut dreifarbig einfärben kann. Daher habe ich mich für eine Vase mit Blumen und eben den Blättern der Pflanze entschieden. Hier könnt ihr völlig kreativ sein und zeichnen, was ihr mögt. Bedenkt nur, welche Fläche eine Farbe haben soll und lasst an der Grenze zur Nachbarfläche Platz, um den Stempel später auseinanderschneiden zu können. Das fertig gezeichnete Motiv pause ich jetzt mit weißem Backpapier ab und nutze einen weichen Bleistift dazu. Damit ich das Motiv besser auflegen kann, schneide ich das Papier etwas zurecht. Der frisch entpackte Stempelgummi hat oft Gummipartikel auf der Oberfläche. Diese entferne ich, indem ich die Masse unter Wasser abspüle. Dann schaue ich, welche der beiden Oberflächen perfekter aussieht und auf diese wird das Backpapier mit Motiv aufgelegt. Mit den Fingern streiche ich über das komplette Motiv, um den Bleistift zu übertragen. Dabei soll das Papier natürlich nicht verrutschen. Den Rand schneide ich mit einem Bastelmesser und einem Lineal ab. Dann beginne ich zu schnitzen. Am liebsten verwende ich das kleinste U des Linolschnitzmessersets. Mit dieser Klinge schnitze ich den Großteil des Motivs. Ich fahre mit gleichmäßiger Kraft an den Linien entlang. Wird es zwischen zwei Linien schmaler, drücke ich weniger fest, sodass die Klinge weniger tief eintaucht. Wird es breiter, mache ich das Gegenteil und drücke fester und tiefer in die Stempelmasse. Kleine Ecken und Kanten lasse ich stehen für ein feineres Messer später. Entweder ich bewege das Messer oder die Stempelmasse, um möglichst viel Masse in einem Schwung abzutragen. Einmal außenrum nehme ich das Messer, um die Kante des Stempelblocks abzuschneiden. Das verhindert, dass sich die Kante aus Versehen abdruckt, falls Farbe auf sie gekommen wäre. Mit dem V-förmigen Messer schneide ich kleine Ecken und Kanten weg, vor allem wenn es spitze Winkel sind. Außerdem schneide ich damit die Linien in den Blättern. Nach dem Schnitzen wasche ich den Stempel nochmal mit Wasser ab. Mit einem Stempelkissen mache ich einen Probedruck, um zu sehen, ob noch Masse abgetragen werden muss. Sieht alles gut für mich aus. Und deshalb schneide ich den großen Stempel in mehrere kleine Stempel. In die beiden Blumen, die Vase und die Blätter. Meine leeren weißen Karten sind vom Action, die anderen habe ich mal geschenkt bekommen. Etwas Linoldruckfarbe wird auf die Glasscheibe aufgebracht und mit einem Roller ausgerollt, sodass auf dem Roller eine dünne Schicht Farbe ist. Diese auf den Stempel gleichmäßig aufrollen. Ich habe mir extra die Primärfarben bestellt, um alle Farben mischen zu können. Ich verlinke es euch auch mal unten in der Infobox.
Zusammen mit dem Schwarz und Weiß hat man somit alle Möglichkeiten und kann auch Pastellfarben anmischen. Zum Mischen rollt man die Farbe einfach übereinander so lange, bis die gewünschte Farbe entstanden ist. So mische ich mir das Grün an und rolle es auch auf den Stempel. Falls du keinen Roller hast, kannst du die Farbe mit Pinsel mischen und mit einem Schwamm auftupfen. Nachdem ich alle Teile eingefärbt habe, füge ich sie zusammen und lege eine Karte möglichst mittig auf den Stempel. Drücke die Karte vorsichtig fest und gehe mit einem größeren Roller paar Mal drüber, um die Farbe gut zu übertragen. Falls du keinen Roller hast, kannst du auch die Hände zum Andrücken nehmen. Nachdem ich die Karte vorsichtig abgenommen habe, lege ich sie zum Trocknen nochmal zur Seite. Und so drücke ich jetzt verschiedene Farbkombinationen und Kartenfarben mit dem gleichen Motiv. Ich schaue, dass ich möglichst selten den Farbroller und die Glasplatte und auch den Stempel reinigen muss. Daher gebe ich zum Blau, nachdem ich die Vase blau eingefärbt habe, etwas Magenta, um eben Lila zu mischen. Auch Farbverläufe sind möglich und sehen ganz toll aus. Ich hatte mir eigentlich einen Rahmen gebaut, um die Karten möglichst mittig auf das Motiv zu legen. Bei der Benutzung fand ich diesen Rahmen aber dann doch eher unpraktisch. Da habe ich freihand die Karten aufgelegt. Es gibt extra Pressmaschinen dafür, aber die sind sehr teuer. Natürlich trifft man dann nicht ganz die Mitte, wenn man eben freihand auflegt. Aber das stört mich nicht und manche, die etwas außer der Mitte sind, kann man auch kaschieren, indem man an die Stelle, wo etwas mehr Platz ist, eben einen Schriftzug einfügt. Was ich festgestellt habe, die weißen Karten sind vom Papier viel glatter und daher überträgt sich auch die Farbe viel gleichmäßiger und auch mehr als bei den farbigen Karten, weil diese eben rauer sind. Um das Schwarz und Weiß auch mal zu testen, drucke ich je ein Blumenmotiv nur mit dieser Farbe auf jeweils die gegenteilige Kartenfarbe. Und auch hier wieder super deckende Farbe. Die Farbe ist wirklich sehr hochwertig. Hätte auch nichts anderes als das von Schminke erwartet, muss ich sagen. Die Farben strahlen ganz toll und sind super deckend. Sie trocknen auf der Glasplatte kaum an, daher braucht man sich auch nicht beeilen, sie aufzubrauchen. Mit drei kleinen Plops Farbe kommt man auch sehr weit. Ich habe ca. 3 Karten damit bedruckt. Und wenn du dich jetzt fragst, ob du statt der tollen, teuren Linoldruckfarbe du auch Acrylfarbe nehmen kannst, ich habe das ausprobiert und der erste Druck, der rauskam, war dieser hier. Die Acrylfarbe war einfach schon viel zu sehr angetrocknet, sodass sich kaum noch Farbe übertragen hat. Im nächsten Schritt bin ich dann hingegangen und habe die Farbe ein bisschen mit Wasser verdünnt, damit sie einfach länger sozusagen nass bleibt und habe diesen Druck hier angefertigt. Ist schon etwas mehr Farbe dann rübergekommen. Ich habe mich auch um einiges mehr beeilt, aber das Ergebnis hat mir überhaupt nicht gefallen. Der nächste Schritt war dann, nicht das Motiv als Ganzes zu drucken, sondern die einzelnen Stempelteile direkt aufzudrucken. Und da kam dann das bei raus. Die einzelnen Stempel waren dann viel zu lang auf dem Papier und haben sich dann festgesaugt, sind dann drauf getrocknet. Und ich konnte sie dann gar nicht mehr ablösen, ohne dann das Papier zu beschädigen. Also, um wirklich schöne Drucke zu machen und auch genügend Zeit zu haben, braucht man einfach Linoldruckfarbe. Vielen Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Like gerne das Video, lass einen Kommentar da und abonniere meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Hier findest du jetzt ein weiteres Video zum Thema Stempelschnitzen mit jede Menge Tricks und Tipps und auch, wo man schöne Vorlagen finden kann. Tschüss!